Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist 18 Uhr. Wir starten jetzt tatsächlich und offiziell mit unserer Kochshow. Quick and Music heißt unsere Kochshow. Ich habe gerade vorher noch mit unserer Nachbarin getratscht. Ich bin heute im Homeoffice und sie hat zu mir gesagt, ja, früher ist man 2 Stunden am Herd gestanden und jetzt tut man das nicht mehr. Und tatsächlich ist es so, dass es einfach immer stressiger wird für uns alle und wir haben uns deshalb vorgenommen, Rezepte herzuzeigen, die schnell zu machen sind und die trotzdem auch was hermachen und gut schmecken. Ich bin die Martina Steiner, ich bin vom Gesundheitsverband Steiermark, ich bin zuständig für die Kampagne Sei einmal Gmirsig, die sie heute hier einlädt zum Gmirsigen Kochkurs. Diese Kampagne wird öffentlich finanziert. Das heißt, die ist auch werbefrei, unabhängig und da gibt es nur geprüfte Informationen von uns. Ich bin von der Ausbildung her Ernährungswissenschaftlerin und darf heute auch Fragen beantworten, wenn Sie welche haben. Die Fragen können Sie stellen, wenn Sie auf Ihrem Bildschirm schauen, gibt es da unten so eine Leiste und da gibt es einen F und A. Button, also Fragen und Antworten. Und wenn Sie da drauf drucken, können Sie eine Frage stellen und ich werde sie dann selbst beantworten oder unserer Profiköchin stellen, nämlich der Sandra Kollecker. Sie sehen sie, die tut schon fleißig zubereiten oder herrichten. Und die Frau Kollecker wird für uns heute 3 Gerichte zaubern, nämlich einmal einen roten Rübenaufstrich, einmal eine Kürbiscremesuppe, man sieht den Kürbis ja sehr groß im Bild. Und dann gibt es noch Ofengemüse für Faulis. Und die Frau Kollecker wird uns auch ein bisschen was erzählen über Sprossen. Hat sie gesagt, ist ihre Leidenschaft, finde ich super. Jetzt wird es nämlich an der Zeit, dass man wieder Sprossen ziehen kann, beziehungsweise im Oktober hat man noch so viel Gemüse, aber im November, Dezember, da wird es dann ein bisschen weniger. Und Sprossen können eine total gute Ergänzung sein. Ja, und das wird sie uns zeigen, wie das funktioniert oder was ihre Tipps dazu sind. Jetzt höre ich aber schon auf zum Reden. Beziehungsweise eine Geschichte muss ich noch kurz erwähnen. Diese Kochshow wird aufgezeichnet. Das hat den Grund, dass wir die Kochshow auch gerne hochladen wollen auf YouTube, dass sie auch andere Personen im Nachhinein anschauen können. Genau. Also bitte, Frau Kollecker, das Wort ist bei Ihnen, beziehungsweise die Kochshow beginnt. Wunderbar. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich allen Zuschauern. Danke einmal, Frau Steiner, wieder, dass ich dabei sein darf. Das ist eine sehr, sehr große Ehre, weil auch gesunde Ernährung und Gemüse liegt mir sehr am Herzen, dass das mehr gegessen wird und einfach, dass man das zeigt, dass das gut schmecken kann. Und es schmeckt gut, nicht nur können, es tut es, also Gemüse schmeckt. Aber man muss nur auf ein paar Kleinigkeiten bei der Zubereitung vielleicht immer aufpassen und sich auch trauen zu würzen. Und dann ist es nicht mehr so, leider Gottes hat es oft noch diesen bitteren Beigeschmack bei Kindern. Ich mag kein Gemüse mehr. So, da verziehen es schon, da gehen schon die Mundwinkel nach unten, wenn es das hören, Gemüse. Aber dem ist nicht so. Und deswegen zeige ich euch heute 3 schnelle Rezepte mit Gemüse, die natürlich auch mit Fleisch ergänzt werden können. Und wir starten jetzt gleich einmal. Was ich jetzt im Vorhinein schon gemacht habe, es gibt ja zum Hauptgang heute ein schnelles Gemüse für Faulis. Den Sellerie und die Karotten habe ich dafür schon geschält. Und die Schale ist bei mir schon da in den Topf gewandert. Da ist auch drinnen ein bisschen was vom Sellerie grün, eben die Karottenschalen. Da gebe ich dann ein bisschen was von meiner Würzpaste noch dazu. Da kann man auch Gewürze, Petersilienstängel, was auch immer, Zwiebelschalen kann man da hineingeben. Weil wenn man dann eine Suppe aufgießt, ist es natürlich viel, viel besser, wenn ich das mit so einem Gemüsefond, wo ich sonst die Sachen immer wegschmeiße, aufgieße wie Wasser. Jeder weiß, Wasser schmeckt noch nichts und so habe ich gleich meine ganzen Restel, die ich sonst in die Biomülltonne landen, habe ich gleich verarbeitet und mein Suppen schmeckt dann um das besser. Für die Suppe starte ich jetzt, da habe ich 100 Gramm rote Linsen. Bei Linsen wäre es immer ganz wichtig, dass man die gut wäscht.
So, dann gebe ich das gleiche hinein. Den Kürbis habe ich dort schon abgewogen. Den Kürbis dazu. Natürlich könnte man jetzt noch eine Zwiebel vorher anschwitzen, das Gemüse ein bisschen anschwitzen, aber wir machen es heute wirklich ganz schnell. Also die Suppen kann wirklich auch jeder und hat keine Ausreden mehr, dass das zu lange dauert, weil rein in den Topf kochen, mixen, gut abschmecken und die Geschichte hat sich erledigt. Super. Ja, und Kürbiscremesuppe ist etwas, was wahrscheinlich jeder daheim schon mal gemacht hat, ein Rezept dafür hat. Die heutige Gemüsesuppe oder Kürbiscremesuppe hat halt die roten Linsen dabei und die roten Linsen, die binden uns die Suppen und die roten Linsen, die kann man auch gut daheim lagern. Das heißt, das ist wirklich ein Rezept, das ratzfatz zubereitet werden kann und sehr wenig Aufwand bedeutet. Ja. Außer, dass man heute halt mal den Kürbis klar schneiden muss. Also, da braucht es dann vielleicht ein bisschen Manpower auch dazu, um so ein Hokkaido klein zu schneiden. Genau, aber man hat auch gut gesehen, die Frau Kollegah hat den Hokkaido mit der Schale reingegeben. Genau, also nicht einmal schälen muss man den. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, Kürbis, also der Hokkaido ist für das sowieso perfekt geeignet, weil den braucht man nicht einmal schälen. Ne? Am Butternusskürbis könnte man die Schale auch essen und mit hineinmixen und dann müsste man es aber passieren, weil das ist schon sehr, sehr faserig. Das mag man jetzt nicht unbedingt so essen. Aber beim Hokkaido hat wirklich eben der hat den Vorteil, dass das wirklich eine ganz, ganz feine Schale hat. Und deswegen kann man das ruhig auch, wenn man jetzt so einen Ofenkürbis macht, kann man den Hokkaido-Kürbis einfach mit der Schale in den Ofen hineingeben. Ich habe da jetzt so eine Würzpaste noch zusätzlich, dass man ein bisschen einen besseren Geschmack hat. Dann gebe ich gleich ein bisschen an Pfeffer noch dazu. Salz, was sind, vielleicht haben Sie jetzt daheim noch ganz viele Kräuter und wissen nicht, was Sie damit machen sollen. Bitte einfach trocknen mit Salz, dann fein mahlen. Das schmeckt einfach nur super. Wurscht, wo alle Kräuter, die ich irgendwo anfinde, meine Nachbarinnen sagen, willst du noch das, willst du noch das? Sage ich, ja, bitte her damit, ich mache Salz, weil ich würze, ich sage mal, zu 90% alles nur mit Kräutersalz, weil es einfach nur einen besseren Geschmack gibt, wie wenn ich jetzt nur ein, ich sage, normales Salz nehme. Wie trocknen Sie die Kräuter? Ich habe da so einen Dehydrator. Meine Eltern unterstützen mich da auch, weil ich schon relativ viel Kräutersalz brauche. Die haben sich aus Flickenschutzgitter so Holz, so einen Holzrahmen gebaut und mit Fliegenschutzgitter und da, das kann man stapeln und das ist dann im ganz großen Stil. Aber das geht halt im Sommer gut, wenn man es dann auf der Terrasse irgendwie hinstellen kann. Das funktioniert dann halt richtig, richtig gut. So, ja, das war die Suppe. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? Eine Minute, nein, mal, oder? So, das decken wir jetzt zu. Dann starte ich schon einmal mit dem Gemüse. Wie gesagt, da habe ich den Sellerie und die Karotten schon hergerichtet. Die Kartoffeln kann man schälen, muss man aber nicht. Ich verwende es jetzt gleich mit der Schale, weil es wirklich wunderschöne Kartoffeln sind. Ich habe da jetzt vorwiegend festkochende. Ich finde, die wären noch ein bisschen besser für Pommes wie speckige. Ich glaub, man kann auch aus Kartoffelschalen Chips machen. Habe ich auch schon gemacht. Das ist auch wunderbar. Nur dann quasi die Schalen mit ein bisschen Olivenöl oder Rapsöl auf ein Blech geben und ins Rohr. Aber da darf die Temperatur nicht zu heiß sein. Das tut es nur ungefähr 160 Grad hoch. Dann werden die Schalen ganz, ganz knusprig und die kann man dann essen wie ganz normale Kartoffelchips. Jetzt schneide ich da so Pommes, wie wir sie halt kennen.
Ich habe das Gericht jetzt die Tage mal ausprobiert, daheim, mit Karotten und Sellerie. Und mein Sohnemann, der ist 2 und der ist so sportlich, wirklich. Dann haben wir gedacht, ich stelle ihm das jetzt mal hin und schaue, ob das jetzt checkt, dass das jetzt nicht nur Kartoffelpommes sind. Ja? Und leider Gottes, er hat es, oder weiß ich nicht, ob man Gott sei Dank oder leider Gottes sagen soll, er hat gecheckt, dass das nicht alles Kartoffeln sind. Und er war nicht sehr begeistert vom Sellerie. Aber einen Versuch war es wert. So, dann den Sellerie auch. Und so Stiftung einfach. Ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Einen Versuch war es wert und nicht aufgeben. Das ist der richtige Zugang. Das mache ich nicht. Ja, das Aufgeben. Aufgeben mache ich nicht. Ja, ja, denke ich mal. Genau. Ja. Auch bei den Kindern ist es ganz wichtig. Und wenn es 10-mal Nein gesagt haben, ich mag das nicht, vielleicht sagt es beim 11. Mal dann, schmeckt doch nicht so schlecht. Habe ich auch schon erlebt. Bei meinen Kindern. Ich muss sagen, mir persönlich ist das bei der Miso-Suppe so gegangen, also eine Suppe, die man beim Japaner oft kriegt, dass ich wirklich ein paar Mal gekostet habe und immer wieder gesagt habe, irgendwie ist das nicht mein Geschmack. Und eines Tages hat es Klick gemacht und zack, ich habe mir dann selber eine Miso-Suppe bestellt und seitdem mag ich es. Also es stimmt tatsächlich, das, was man öfter isst oder öfter probiert, das fängt dann an zu schmecken. Das hat auch ernährungsphysiologisch einen Hintergrund, weil man einfach dann auch weiß, dass es sicher ist. Man hat es öfter probiert. Die Kinder haben ja wirklich auch so Sicherheitsmechanismen, natürliche noch eingebaut. Und die brauchen einfach immer wieder dieses Kosten, bis sie einmal verstehen, das tut meinem Körper gut. Und dann macht es Klick und es ist okay. So, Salz und Pfeffer. So, wir haben jetzt Rapsöl genommen, ein gutes, kaltgepresstes. Jetzt habe ich da noch frisch aus dem Garten. Jetzt gibt es noch, gell, Rosmarin. Kaltgepresstes Rapsöl findet man eigentlich nicht so leicht im Supermarkt. Das Rapsöl ist oft raffiniert, aber das passt auch für Speisen, wenn man was anbraten möchte. Aber das Kaltgepresste ist sicher ein sehr hochwertiges Öl. So, Rosmarin geht sowieso immer gut zu so Ofengemüse. Jetzt gleich noch ein bisschen was hinein. Was da jetzt natürlich, wenn jetzt wer sagt, boah, das ist ja, das ist mir zu wenig, das ist keine volle Mahlzeit oder so, man könnte da jetzt zum Beispiel ein paar Hühnerkeulen oder so dazu reingeben oder eine Hühnerbrust und das dann einfach aufs Blech mit dazu auflegen. Und Männer werden jetzt so, ja, eine nette Beilage, wo ist der Hauptgang? Aber wie gesagt, es wäre schon von Grund auch einmal wichtig, dass viel, viel mehr Gemüse eingebaut wird. Ich weiß, es ist gerade zum Beispiel in der österreichischen, die klassische österreichische Küche, Naturschnitzel mit Reis. Ja, da machen die wenigsten dann. Also muss man schon happy sein, wenn man wohl dann einen Erbsenreis oder so. Irrend, wenn man dann auf den Teller schaut, es ist einfach braun und weiß. Und wo ist das Bunte? Das mag ich nicht. Und das Ofengemüse, jetzt muss ich dazu sagen, mein Mann liebt es. Der ist vielleicht ein bisschen eine Ausnahme, aber der liebt Ofengemüse heiß. Wirklich. Auch ohne die Hühnerkeulen. Ja. Und das ist wirklich so einfach. Ich mache das auch ganz oft im Sommer dann mit Paprika und Zucchini und Tomaten und ganz viel Zwiebel und Knoblauch und einfach alles auf ein Blech auf und eine ins Backofen. Also einfach geht es eigentlich gar nicht mehr. So, und jetzt verteile ich das da ein bisschen. Man könnte auch, wenn man es ein bisschen so rauchig haben möchte,
Gibt es geräuchertes Paprikapulver? Das schmeckt auch super gut. Dann sage ich mal, dann kriegt es ein bisschen so wie eine Specknote. Das holt vielleicht auch manchen Mann ab. Aber Frau Kollegin, ja, gibt es irgendein Gemüse, das man nicht als Ofengemüse machen kann? Ja, Erbsen würde ich jetzt nicht machen. Ah ja. Mhm. Zum Beispiel. Was auch sensationell ist als Ofengemüse, ist ein Kaffeeol. Das mache ich ganz oft, entweder im Backpapier oder auch nicht im Backpapier. Und dann einfach, ich tue immer ein bisschen Butter. Also ich mache den Kaffeeol meistens im Backpapier und tue Butter auf und ganz viel Kräutersalz, packe das im Backpapier ein, mache links und rechts zu und schiebe diesen ganzen Kaffeeolkopf für eine Stunde bei 180 Grad in den Ofen. Der ist nachher außen wieder ein bisschen braun und innen ist er dann schön weich und nur ein bisschen Sauerrahmsauce dazu, für meinen Mann natürlich ein Stück Fleisch. Aber das ist super und das habe ich einen Aufwand von 2 Minuten vorbereiten und dann im Ofen funktioniert es eh von selber. Ne? Also das ist wirklich eines unserer Lieblingssachen, wenn wir so, wenn es jetzt wirklich ganz schnell gehen muss und ich nicht Lust habe, ewig am Herd zu stehen, das schiebe ich mir ins Rohr rein und die Geschichte hat sich erledigt. Ne? Das geht ganz schnell. Aber auf Ihre Frage zurückzukommen, welches Gemüse geht nicht? Folgt mir eigentlich, außer jetzt Erbsen, geht eigentlich, ja, so Blattgemüse natürlich ist auch nicht unbedingt prickelnd, aber geht eigentlich alles. Man kann auch Champignons dazu reingeben, Tomaten sowieso, Spargel muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu lang, aber Spargel gibt es jetzt eh noch. Genau, ein sehr guter Punkt. Spargel gibt es keinen und den sollte man wirklich erst wieder kaufen, wenn er in der Steiermark-Saison hat. Weil ja, sonst, also regional, saisonal und am besten bio-sweet sein, dann hat nicht nur die Gesundheit was davon, sondern auch die Umwelt. Und die steirischen Bauern, muss man auch dazu sagen. Also das sichert ja auch Arbeitsplätze, wenn man sich an dem orientiert. Zum Kaffeeol noch eine kleine Frage. Kaffeeol aus dem Ofen, muss man denn vorkochen oder wird das ein Rohr eingeschoben? Muss man nicht. Da gibt es verschiedene Methoden. Die einen sagen, vorkochen und dann ohne Backpapier, dann ist er außen wieder noch knuspriger. Aber mir ist das schon wieder zu umständlich, ehrlich gesagt. Deswegen für mich nicht vorkochen. Nein, dafür eine Stunde und dann kann man ja eh mit einem dünnen Nadel oder mit einer dünnen Fleischgabel einstechen, dann merkt man das eh, wie fest das er noch ist. Und sonst muss ich halt noch ein bisschen länger drinnen lassen. So, ich bin jetzt kurz mal weg und schiebe das einmal in den Ofen hinein. Also, so schaut das jetzt aus, gell? Ja, solange Frau Kolliger weg ist, vielleicht noch ein paar Worte. Unsere Rezepte sind alle auf www.mirsig.at zu finden. Nicht nur die 3 Rezepte, die wir heute nachkochen, sondern alles andere auch. Also es gibt schon sehr viele Rezepte und sie werden immer mehr. Und was die Frau Kolliger gesagt hat vorher, es ist ja schon wieder zu viel, das ist mir sehr sympathisch. Und nach dem versuchen wir auch unsere Rezepte zu machen, nämlich mit dem kleinsten Aufwand den größten Output zu erreichen. Ja. Und wenn der Kaffeeol eine Stunde lang allein im Rohr gart, kann ich schon wieder ganz was anderes machen. Und ich bin zum Beispiel eine, die schalte die Uhr ein beim Ofen und der schalte dann allein aus. Und ich bin irgendwo im Garten und mache was. Oder ich tue nebenbei noch was arbeiten und dann komme ich zurück nach einer Stunde und das ist fertig. Und ich sage, juhu. Das ist wunderbar, oder? Es muss nicht immer alles hochkompliziert sein. Natürlich macht man das dann zwischendurch auch einmal. Das mache auch ich, aber mit so wie es bei mir ist, ich arbeite, 2 kleine Kinder, es geht sich nicht aus. Es muss auch bei mir zu Hause das Kochen schnell gehen. So,
Jetzt machen wir einen Aufstrich, und zwar den knalligen roten Rübenaufstrich. Ich habe den auch zu Hause vorher ausprobiert. Der ist wirklich knallig. Die Farbe wird sensationell werden. Ich habe da vorgekochte, also ich habe rote Rüben gekocht. Das funktioniert natürlich auch mit den vorgekochten, die es zum Kaufen gibt, im Vakuum. Also das ist überhaupt kein Problem. Vor allem, die kriegt man auch länger. Weil ich war letzte Woche am Samstag am Bauernmarkt. Ja, nein, heute hat sie leider keine mit. Gott sei Dank habe ich dann heute woanders welche gefunden. Weil die gibt es halt nicht immer. Auf der einen Seite Gott sei Dank, weil wir müssen es jetzt nicht aus Südafrika einfliegen zum Beispiel. Aber deswegen gibt es die Vakuumierten. Das wird eh in Österreich produziert und vakuumiert und haltbar gemacht. Und da spricht auch nichts dagegen, dass man einfach diese vakuumierten Gemüsesachen hernimmt. Es spricht auch nichts dagegen, dass man mal tiefgefrorenes Gemüse hernimmt. Wie früher mal auch jetzt einen Kürbis ein, dass ich im Februar vielleicht auch noch eine Kürbissuppe machen kann. Oder Kürbis haltet eh länger. Aber natürlich, wenn man jetzt im Garten hat man im Sommer das ganze Zeug. Es spricht nichts dagegen, dass man das einfriert oder sonst irgendwie eindeckt, einwächst, wer die Zeit hat. Oder dass man auch mal, wenn es hart hergeht, Dosengemüse. Meine Kinder, meine Tochter liebt Dosen Maissalat. Ja, so ich bin froh, dass sie isst. Natürlich denkt man dann wieder, ja, es ist halt Dosengemüse, aber es ist Gemüse und ich bin dankbar dafür. Und da, natürlich ist frisch immer am besten, aber wir haben halt im Februar dann auch nicht mehr so die große Auswahl an frischem Zeug. Und deswegen, wenn man sich was einfrieren kann, ist das super. Oder eben sonst irgendwie konservieren. Und ja, ich rede schon wieder von Zwiebeln. Und jetzt mache ich weiter mit dem Aufstrich. Wie gesagt, gekochte rote Rüben. Die püriere ich jetzt nur. Ich gebe gleich ein bisschen Salz dazu. Und dann Pfeffer. Ich muss mich zwischendurch ein bisschen outen. Ich habe immer vorgekochte rote Rüben daheim. Die sind vakuumisiert und die sind super. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal rote Rüben gekocht habe. Wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Die roten Rüben zu kochen ist immer ein bisschen Sauerei. Man muss schauen, dass man nicht rot wird bei den Händen. Wie Frau Kolliger hat gesagt, das Einzige, was hilft, ist Handschuhe anziehen, wenn man die roten Rüben dann schält. Weil man ist einfach rot, das Kochbrettel ist rot. Und das ist aber super, weil in der roten Rüben ist so ein klasse Farbstoff drinnen, der ist auch gesundheitsförderlich. Also das ist schon gut, dass die rote Rüben abfärbt, aber man will es halt nicht auf der Haut haben. Und wer es jetzt ein bisschen einfacher machen will, kauft halt einfach die rote Rüben im Backerl. Genau. Und beim Dosengemüse, ich kann mich nur anschließen, lieber habe ich, dass die Leute ballaststoffreiche, mineralstoffreiche Bohnen aus der Dose essen, als gar kein Gemüse. Ganz ehrlich, weil nicht jeder hat die Zeit, frische Bohnen anzusetzen. Die müssen dann oft über die Nacht einwacken und dann am nächsten Tag kann man es dann kochen, aber meistens kommt man drauf, heute werden Bohnen lässig. Und man hat aber vergessen, sie einzuwachen. Und so hat man einfach immer was parat. Ich habe einen Vorratsschrank, der ist bummvoll mit steirische Käferbohnen, mit Kidneybohnen. Linsen habe ich eher nicht drinnen, weil die Linsen gehen wirklich so schnell, dass man es nicht in der Dose kaufen muss, meiner Meinung nach. Genau. Und Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Zum Thema Linsen habe ich vorher vergessen. Linsen sind auch eine super Eiweißquelle für gerade Vegetarier. Oder mein Sohnemann isst kein Fleisch, beziehungsweise wenig Fleisch. Und da gebe ich ganz oft einfach ein paar rote Linsen in die Suppe rein und dann hat er auch sein Eiweiß, was er braucht. Und das ist wirklich ganz, ganz super zum Thema rote Linsen. Frau Steiner, Entschuldigung. Sorry. Nein, finde ich super. Gut, ich sehe, die roten Rüben sind inzwischen einmal durch den Mixer gegangen. Da habe ich jetzt das Joghurt, habe ich jetzt gleich da dazugegeben zum Mixen, den Topfen. Mache ich jetzt hier. Haben Sie da einen speziellen Topfen? Nimmt man da die fettere Variante? Bröseltopfen geht wahrscheinlich nicht so gut, aber... Ah, ich nehme schon
da nehme ich schon gern den, also den normalen, den mit 20% Fett. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kernöltopf oder so mache, wo ich dann noch jede Menge Kernöl reinleere, da nehme ich eher den Magertopfen. Was ich bei den roten Ruben sehr gerne dazu gebe, ist nur ein Spritzer, entweder Zitronensaft oder in dem Fall jetzt ein bisschen an Apfelessig, weil es einfach, die roten Rüben sind schon relativ süß, so wie Karotten auch. Und ich finde einfach, das bringt dann noch ein bisschen Frische hinein. Da ist jetzt schon ein bisschen ein fettarmes Joghurt drinnen, eben der Topfen. Dann habe ich noch den frischen Creme. So, was mit einem Löffel jetzt. Hier da wirklich eine ganz feine Reibe. Ich will keine Werbung machen, das ich meine nicht. Ja, weil ich vorher gesagt habe, dass wir Werbepreis dann. Stimmt, stimmt da, ja. Aber gute Küchengeräte, darüber kann man schon reden. Und ich habe so eine Reibe nicht. Ich habe die Vierkantreibe. Aber wenn ich ja. Ihnen so zuschaue, dann glaube ich, dass ich auch sowas brauche. Und was da wichtig ist, bin ich beim Creme, da kriege ich immer, da wird man ganz wahnsinnig. Weil wenn man den jetzt zum Beispiel so, dann franzt der da so aus, gell? Und wenn ich aber gegen die oder mit der Faser reibe, dann habe ich das Problem nicht. Ne? Ja, aber Creme gehört dazu. Als Steirer muss man Creme in die Speisen einarbeiten. Und rote Ruben und Creme ist ein Wahnsinnskombi. Also das schmeckt so gut. Das muss einfach immer Hand in Hand gehen. Ja, ich mag es auch total gerne im Käferbohnensalat. Ja, da haben wir etwas gemeinsam. Den Käferbohnensalat, den tue ich auch immer mit Creme bestreuen. Mhm. Ja. Und nie vergessen beim Kochen, gell? Kosten. Das ist das Wichtigste. Ich wollte es vorher schon erwähnen, also man muss sich trauen und auch kosten und nicht einfach das noch servieren, weil das schaut toll aus. Super Farbe, wirklich fantastisch. Herrlich, oder? Das ist die Lieblingsfarbe von meiner Tochter. Will ich dann probieren, das gebe ich ja morgen in den Kindergarten mit. Bin gespannt, ob es ist. Vielleicht habe ich wieder zu viel Kräne rein dafür. So, die Suppe. Schaut auch schon ganz gut aus. Und bei Kürbissuppe ist natürlich, also das Rezept ist jetzt sehr, sehr einfach gehalten, wirklich nur mit diesen paar Zutaten. Aber da ist natürlich der Kreativität, da kann man eintun, was man will. Man könnte jetzt noch einen Sauerrahm einmixen oder ein bisschen Schlobobers oder wer es vegan mag, Kokosmilch oder Mandelmilch, was auch immer. Man kann auch einen Curry eingeben. Kurkuma, dass das noch ein bisschen eine bessere Farbe hat, oder Paprika, wirklich, also da kann man wirklich, da ist so viel möglich bei einer Kürbissuppe. Ich mache es heute wirklich ganz, ganz einfach, ohne, ich gebe noch nur oben ein bisschen an Sauerrahm drauf und ein bisschen Kerne und ein paar Kerne und dann ist das wunderbar. Und der Kürbis ist schon gar, jetzt mache ich schnell meinen Stabmixer. Sauber, dann schauen wir mal kurz in den Ofen hinein, wie das Gemüse ausschaut, oder? Ich nehme euch mal mit. Frau Kollega, vielleicht sagen Sie auch, wo Sie da kochen? Ach so, ja, natürlich. Ich schaffe es gerade nicht wohl, da. Machen wir dann gleich eine kleine Führung, vielleicht. Also, da ist mein Backofen versteckt. Ah, jetzt haben wir auch gerade Standbild. Standbild? Mhm. Okay, das ist nicht gut. Inhalt teilen. Irgendwo. Hört ihr mich wieder? Ja, wir hören Sie, aber wir sehen ein Standbild von Ihnen. Wie geht denn das? Habe ich irgendwo aufgedruckt? Ich probiere mal wieder umdrehen. Hallo? Noch immer Standbild? Ja. Oh oh, was ist das? Was habe ich gedrückt? Oh oh. Oh oh.
Wir werden das Problem lösen. Das gibt es ja nicht. Noch immer Standbild? Ja. Das ist jetzt aber blöd. So, was habe ich gemacht? Stummschalten, Video beenden, Inhalt teilen, Teilnehmer und da ist mehr. Audio trennen. Noch immer? Leider noch immer. Jetzt muss ich die Frau Havelker von Pick und Bart fragen, ob sie einen Tipp hat für die Frau Kollecker, wie man dieses Problem mit dem Video jetzt lösen. Haben Sie sie zum Host gemacht? Weil Sie sind jetzt der Host, oder, Frau Steiner? Ja. Ich gebe Ihnen jetzt den Host. Vielleicht müssen Sie Ihre Einstellungen neu zuordnen. So, probieren Sie es nochmal mit Video teilen. Sie sind jetzt der Host. Ja. Inhalt teilen. Muss ich auf den grünen Knopf aufdrücken? Inhalt teilen? Nicht, oder? Ich muss zugeben, dass ich diese Fragen nicht beantworten kann. Schaden kann es nicht. Ja, wir sind wieder da! Jawohl! Das ist, wenn man live was macht, kann das passieren. Aber ja. Schauen Sie, wie super die Frau Kollecker das gelöst hat. Und wir sehen jetzt das Ofengemüse. Und schauen jetzt schon mal gut aus. Ja, habe ich vielleicht nicht erwähnt, bei 200 Grad. Und je nachdem, wie dünn oder dick, dass man es schneidet, soll es halt dann so 20 bis, je nachdem, wie der Ofen ist, 30 Minuten im Ofen sein. Kurzen Rundgang vielleicht. Ich bin im Küchenstudio Escolet in Graz. Das hat ganz neu im Dezember aufgesperrt. Und ich darf hier auch sonst Kochkurse geben und mache das auch. Öfters. Ui, was ist jetzt los? So. Zurück. Ich bin wieder da. Können wir mich alle hören, ja? Ausgezeichnet. Super. Gut, dann mixe ich mal meine Suppe. Wie lange braucht das Ofengemüse jetzt im Rohr? Circa noch 6 Minuten oder so. Okay, aber insgesamt waren es dann 30 Minuten? Ja, 20, ich sage eher 20. Es kommt immer ein bisschen auf den Ofen drauf an, 20, 25. Wie ich letztens daheim gemacht habe, war es wirklich in 20 Minuten fertig. Bei 200 Grad, aber mein Ofen, der gibt auch richtig Gas daheim. Das muss man halt ein bisschen nach der Farbe dann schauen und ob es schon knusprig ist. Einfach von der Bräunung her ein bisschen mal einstechen, ob die Kartoffeln schon weich sind, dann geht das schon. Und wenn man es eilig hat, die Stückgröße hat sicher auch Bedeutung, oder? Ja, sicher. Dann einfach dünner schneiden, dann ist auch schneller fertig. Das ist wie bei allem so. Kleiner schneiden, schneller fertig. Größer lassen, länger dauern. War das? So, ich habe leider da drüben keinen Strom, also muss ich mich wieder ein bisschen verabschieden zum Mixen. Gell? So, ich bin froh, dass wir dieses kleine technische Hoppala inzwischen gut gelöst haben, dass wir einfach zwischendurch kein Bild gehabt haben, aber das ist mit einer Live-Sendung. Tut dem Ganzen keinen Abbruch. Gerne können Sie Fragen stellen. Die Frau Kollecker ist eben eine Profiköchin. Ich weiß nicht, ob Ihnen irgendwas auf der Seele brennt, beziehungsweise ob Sie einfach nur Ihre Tipps mit uns teilen möchten. Ich weiß nicht, wie schaffen Sie es, mehr Gemüse in den Alltag zu integrieren, beziehungsweise was sind Ihre Schmähs, damit Kinder auch gerne Gemüse essen? Also ich stelle jetzt gerade den Zuschauern eine Frage, beziehungsweise
fordere ich gerade auf, gerne Fragen zu stellen. Nutzen Sie eben unten diesen F&A-Button beziehungsweise auch den Chat-Button. Einfach reintippen. Genau. Wie, Frau Kollegin, wie lange hat die Suppe jetzt gekocht, so circa? Ich glaube, das waren jetzt um die 15 Minuten herum. Also das dauert auch nicht lange. Und die roten Linsen sind in den 15 Minuten auch gar, machen das Ganze dick? Ja. So, wunderbar. Dann geht es auch schon ans Anrichten. Jetzt kommt meine Lieblingszeit, nämlich alles ist schon fast fertig gekocht und es geht eigentlich nur mehr ums Anrichten und dann ums Essen. Ich bin nämlich nicht die Lieblingsköchin, aber ich esse gerne. Und ich esse gerne gut. Also ich muss sagen, ich koche so gerne, ich mache das sogar beruflich. Gell? Zum Kürbis vielleicht noch eine kleine Info. Wer Kürbis daheim hat, beziehungsweise im Garten hat, sollte den Kürbis, bevor er ihn verarbeitet, kurz einmal roh kosten. Ist der Kürbis bitter, dann bitte nicht weiter verwenden. Dann sind nämlich Bitterstoffe drinnen, eben die Curcumin, die machen wirklich schlimme Darmprobleme. Das zahlt sie nicht aus und die können entstehen oder die können vermehrt vorkommen, wenn man einfach Kürbis neben Zierkürbis im Garten reifen lässt. Und dann kommt es zu Verkreuzungen und dann kann es sein, dass der gute Hokkaido eigentlich Bitterstoffe enthält, die nicht so gut sind für den Körper. Aber lassen Sie sich jetzt nicht schrecken davon, einfach den Kürbis rohkosten, ist er bitter weg und ansonsten verwenden. Es ist nur ein ganz kleiner Hinweis dazu. Und man kann Kürbis ja auch gut roh kosten. Also der muss ja nicht unbedingt zubereitet werden. Es gibt ja auch Salate mit rohem Kürbis. So, ich richte jetzt gleich einmal die Vorspeise an. Gell? Ich mache da dann gerne so schöne Nocken. Wunderbar. Zum Hauptgang habe ich dann einen Chinakohlsalat vorbereitet und die Herzerler vom Chinakohlsalat gebe ich da jetzt dazu. Die kann man da super verwenden zum Dippen. Chinakohl gibt es ja jetzt wieder wunderbar aus der Steiermark. Dann war ich im Sommer auch schon fleißig und habe roten Rübensalat gemacht. Da koche ich die roten Rüben ganz normal in Wasser und mariniere das dann fix und fertig. Mit ein bisschen Öl, Essig, da nehme ich gern einen Rotweinessig, Salz, Pfeffer, fülle das ins Glas und dämpfe das dann noch einmal für circa eine Stunde bei 95 Grad oder so und dann haltet der über ein Jahr oder halt noch um vieles. Man muss halt nur schauen, dass man sauber arbeitet, saubere Gläser hat, dass der Deckel kein Problem hat, dann kann man das wunderbar. Und wenn ich jetzt heute Lust auf roten Rübensalat habe, dann mache ich das Glas auf und das ist fix und fertig. Ne? Und das Dämpfen passiert im Backofen, oder? Ja, ich habe es jetzt, wenn man einen Backofen hat, der das kann, ja. Ich habe es eigentlich, ich habe sie einfach im Topf im Wasser eingestellt. Aber man könnte es, wenn man jetzt einen Dampfgarer hat, einfach im Dampfgarer für eine Stunde dämpfen. Ich habe es nur bei zwei Schichten, das Gemüse ist fertig, Entschuldigung. Ich habe einen großen Topf genommen und dann kann man die Gläser ja, wenn sie es auch übereinander stellen und dann kocht es was und oben werden es dann quasi gedämpft und unten stehen es eh ein bisschen Wasser. Ne? Darf das Glas dann direkt am Topfboden stehen oder ist dann noch irgendwas dazwischen?
Ja, viele gehen dann irgendwann an Stofffetzen oder was, oder ein bisschen eine Küchenrolle, aber mir ist da noch nie irgendwas passiert, dass da jetzt irgendein Glas oder was explodiert wäre. So, dann darf es noch ein bisschen ein frischer Creme sein, hätte ich gesagt. Und ich habe noch einen Blutampfer mit. Weiß nicht, wer das kennt. Schaut sehr dekorativ aus. Wo kriegt man denn sowas zum Kaufen? Ich glaube, ich habe es in einem Supermarkt noch nie gesehen. Am Bauernmarkt oder kommt das auch aus dem Garten? Blutampfer. Mhm. Das kaufe ich beim Gärtner. Wir haben das eigentlich. Also wenn man jetzt einen guten Gärtner hat, wo man halt seine Kräuter und so auch kauft, die haben das eigentlich schon die meisten. Blutampfer, Sauerampfer, das kann man schon so kaufen. So. Ja, und so hätten wir eine wunderbare Vorspeise. Kurz Stücke Vollkornbrot dazu. So, und wer mag das jetzt essen? Wer kommt? Wer ist in Graz? Ha? Und kommt da jetzt vorbei? Ich bin leider nicht in Graz, sonst würde ich mich sofort auf die Socken machen. Genau. Aber rote Rüben sind ein Wahnsinn, wirklich. Für jeden empfehlenswert. Rote Rüben. Wer mich kennt, weiß, dass ich rote Rüben liebe und nicht nur als Aufstrich, sondern ich mag rote Rüben auch viel gern mit Schafkäse. Das ist auch eine Kombination, rote Rüben in die Pfanne rein, Schafkäse in die Pfanne rein, beides ein bisschen warm werden lassen. Und ja, ein Spiegelei dazu. Das ist eigentlich mein Essen, das ich im Winter wirklich oft esse. Aus roten Rüben kann man natürlich auch Suppe machen. Da gibt es noch eine ganz herrliche Suppe mit der gleichen Farbe und da kann man noch super noch an Milchschaum drauf machen. Das ist auch, kann man als Weihnachtsessen, wer sich mal traut, versuchen. Zumindest eine gemüsige Vorspeise wär gut zum Weihnachtsessen. Rote Rüben sind auch Gegenstand der Forschung. Insbesondere bei Sportlern hat man beobachtet, dass die Inhaltsstoffe der roten Rüben der Leistung zugutekommen. Aber das muss noch näher beforscht werden. Aber schon kann es auf jeden Fall nicht, rote Rüben zu konsumieren als Sportler. Und was noch interessant ist bei den roten Rüben, aber das kennt man vielleicht nur, wenn man wirklich viel isst, sie sorgen für eine Überraschung am Klo. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand bemerkt hat, aber rote Rüben haben eben diesen Farbstoff, das Betanin, das eben, wenn man sie kocht, dafür sorgt, dass alles rot ist, auch die Hände, wenn man nicht aufpasst. Und das geht halt dann durch den Körper durch und das kann ja dafür sorgen, dass der Stuhl und der Urin dann plötzlich ein bisschen rot ist. Also keine Panik, wenn man rote Rüben gegessen hat, kann es am Klo ein bisschen anders ausschauen von der Farbe her. Aber das ist eine kleine Geschichte dazu, muss man nicht sorgen, beziehungsweise kann man sich eigentlich freuen, weil dann weiß man, Betanin ist ein sekundärer Pflanzeninhaltsstoff, wird auch als gesundheitsförderlich eingestuft und ist super für den Körper. Jetzt haben wir vor lauter Quatschen die Sprossen vergessen, gell? Bitte sagen Sie noch etwas zu den Sprossen. Die gehören eigentlich zum roten Rübenaufstrich. Ja, genau. Ja, jetzt zuerst noch schnell zur Kürbissuppe. Die ist jetzt auch fertig. Bitte schön. Ja. So kann man das dann nett anrichten. Ein bisschen Kernöl drauf, ein bisschen Sauerrahm. Den habe ich nur mit ein bisschen Wasser ein bisschen flüssiger gemacht, dass er sich schön ziehen lässt. Ein bisschen Kresse. Geröstete Kürbiskerne und es ist eine super schnelle Vorspeise, wenn man mal Besuch kriegt oder was auch immer oder
Man kann ja zum Beispiel Suppen lassen sich herrlich mitnehmen ins Büro. Wenn man jetzt sagt, okay, ich will zum Mittag irgendwas Gescheites essen, dann kann man das am Vorabend machen, füllt man in ein Glas und nimmt das so mit. Und irgendeine Herdplatte oder so hat man bestimmt irgendwo, dass man sich eine Suppe warm machen kann. Da auch ein Stück Brot oder was dazu und das ist ein wunderbares Mittagessen im Büro. Weil da sollte man eh nicht keinen Schweinsbraten essen, weil dann kann ich noch irgendwo arbeiten. So, Frau Kollege, ich habe jetzt Frage übersehen, die muss ich Ihnen schnell noch stellen. Ja. Da geht es ums Einrechsen. Ja. Muss beim Einrechsen das Glas komplett im Wasser stehen, sodass auch der Einrechsgummi im Wasser ist? Nein. Also ich tue meistens nur ein Drittel vom Glas. Und die meisten haben eh schon einen Dampfgarer daheim, dann macht man es eh am besten im Dampfgarer. Weil das wäre mir dann schon zu gefährlich, dass das Wasser dann hineinläuft. Weil wenn das dann innen heiß wird, dann dehnt sich das, dann geht, der Gummi muss auf alle Fälle nicht im Glas, nicht im Wasser sein. Alles klar. Ja. Gut. Und zwei weitere Fragen. Das ist noch zum Thema Ofengemüse. Ja. Wir haben gesehen, Sie haben Backpapier verwendet. Ja. Kann man auch eine Silikonbackmatte verwenden? Genau. Tun Sie das? Genau. Ja. Also ich habe leider noch keine Silikonbackmatten, die auf diese Bleche hinaufpassen, aber ich bin schon am Schauen. Aber ja, funktioniert natürlich, weil die kann man wieder abwaschen. Das ist eh eine super Lösung und das funktioniert ohne weiteres. Nur man kann es natürlich direkt aufs Blech aufgeben, nur ich mag nicht so gern die Blech dann putzen. Deswegen gebe ich meistens immer Backpapier auf. Ja, weil ich dann nicht schrubben mag. Da haben wir wieder was gemeinsam. Ich tue auch nicht so gern abwaschen hinterher. Noch eine Frage zum Thema Ofengemüse. Kann man Süßkartoffeln auch als Ofengemüse machen? Ja. Natürlich. Funktioniert sensationell. Genauso wie man es zeigen hat mit den Erdäpfeln oder irgendwie was anderes. Ja, kann man eins zu eins den Kartoffel einfach ersetzen. Zum Beispiel. Die Süßkartoffel würde aber auf alle Fälle stehen. Da ist die Schale nicht so toll. Nein, das funktioniert. Es geht auch, was jetzt dann wieder kommt, Topinambur ist super für Ofengemüse. Das ist herrlich. Also wer das nicht kennt, es wären so 2 Meter hohe gelbe Blumen und die haben dann unten ganz viele Wurzeln drinnen, diese Knollen, Topinambur nennt man das. Ich liebe es. Es ist so, das hat so einen super, so einen mussigen Eigengeschmack und die einfach auf ein Blech auf ein bisschen Öl mit dem Salz, von mir aus einer Butterflocke, Butter ist einfach super. und das ist herrlich. Das ist wunderbar. Sonst noch Fragen? Nein, das war's jetzt. Aber gerne an die Teilnehmerinnen, wenn es was gibt, bitte reinschreiben in den Chat oder in F&A. Gut, dann erkläre ich jetzt noch kurz was zu Sprossen. Eben, weil jetzt kommt wieder die kalte Jahreszeit. Und Sprossen sind super für unser Immunsystem. Die haben ganz viel Vitamin C, Antioxidantien und so weiter und so fort, weil einfach das alles noch in geballter Kraft sind da noch die ganzen Nährstoffe drinnen. Man sagt, wenn man jetzt zum Beispiel Brokkolisprossen macht, sind gleich viel Vitamine und Mineralstoffe drinnen wie in einem ganzen Brokkolikopf. Ich habe es nicht getestet, ob das wirklich so ist, aber es wird behauptet. Und es ist wirklich einfach, alles was man braucht, mir ist mein Glas leider kaputt geworden. Das ist jetzt ein ganz normales Essiggurkenglas. Dann gibt es da so Aufsätze, die kosten ein paar Euro. Dann weicht man diese Samen über Nacht oder ein paar Stunden ein im Wasser und dann stellt man das Glas einfach so verkehrt her, damit diese Samen nicht im Wasser stehen, weil dann werden sie modrig und fangen wieder zum Muffeln an. Und dann sollte man es 1 bis 2 Mal, kommt ein bisschen auf die Sorten drauf an, mit frischem Wasser immer wieder spülen. Und die habe ich jetzt angesetzt am Freitag.
Und man sieht, die sind jetzt wirklich fertig. Das sind jetzt ein bisschen Sprossen. Herrlich scharf, oder? Das sind sehr, sehr scharf, ja. Also nicht unbedingt klar, ja. Das muss man sich vorstellen, wie ein frisches Radieschen aus dem Garten im Frühling, das richtig scharf ist, nur ungefähr 5-mal so scharf. Also da ist wirklich die volle Power drinnen von einem Radieschen, volle Kanne. Und das ist eben ganz, ganz gut fürs Immunsystem und stärkt uns gerade in den kalten Jahreszeiten. Im Sommer ist es eh nicht unbedingt optimal, weil für Sprossen ist so die Temperatur so 20, 21 Grad, so normale Zimmertemperatur, perfekt. Und wenn es dann bei mir in der Wohnung hat, im Sommer 28 Grad, da fangen die leider Gottes vorher zum Schimmeln an, bevor da irgendwas aufgeht. Und es gibt eben Unterschied zwischen so Keimsprossen und das sind so Grünsprossen. Da wird jetzt einfach eine Watte unten reingeben. Da gibt es auch eh schon so Behälter, wo dann oben ein Gitter drauf ist und unten ist das Wasser, wo das dann die Wurzeln sich automatisch von unten das Wasser saugt. Früher habe ich es einfach gemacht mit drei Blattl Küchenrolle und die Samen aufgestrahlt und angesehen. Und das ist super. Das, wenn ich jetzt nämlich so einen Becher Kresse im Supermarkt kaufe, kostet mir das wahrscheinlich 2 Euro. Das habe ich selber auch gesagt, da kauft man einmal irgendeine super Bio-Kresse-Saat und mit dem Backel komme ich ewig aus und wird immer frische Kresse haben. Und das ist wirklich ein gar kein Aufwand. Ein bisschen Watte oder Küchenrolle und zum Gießen sollte ich es halt nicht vergessen, das wäre halt ein Vorteil. Also sie brauchen ein bisschen Wasser und ein bisschen Sonne, also Fensterbank bei so Grünsprossen wäre optimal. Und da gibt es halt ganz, ganz, ganz verschiedene, viele Sorten. Es gibt auch rote Rübensprossen zum Beispiel. Erbsensprossen, Linsensprossen, Kichererbsen kann man keimen. Die ganz normalen Kichererbsen kann man zum Beispiel keimen. Erbsen kann man, getrocknete Erbsen kann man keimen und die dann verkochen. Dann haben sie noch mehr Vitalkraft und so weiter und so fort. Und sie sollen, auch wenn sie angekeimt sind, Hülsenfrüchte leichter verdaulich sein. Zu den roten Rüben, ich habe es zweimal versucht, oder mein Mann, muss ich jetzt ehrlich zugeben, ja, er ist bei uns der Sprossenmeister im Haus, das ist sein Job. Im November, Dezember, Jänner, Februar, da ist er für die Sprossenzucht zuständig. Ja. Wir haben es zweimal versucht, rote Rüben zum Sprossen zu bringen und sind gescheitert. Okay. Aber sonst hat alles funktioniert. Gibt es irgendwelche geheimen Tipps, die wir nicht beachtet haben? Im Glas oder am Teller? Am Glas, ja. Es kann sein, da muss man nachlesen, es gibt nämlich sogenannte Schleimsamen. Oder ich weiß nicht, wie der Ausdruck jetzt richtig heißt, aber zum Beispiel Senf ist auch sowas, da schleimt der Samen so. Eine Kresse, das schleimt auch so, das funktioniert im Glas nicht. Senf, Rucola, Kresse, das ist alles im Glas nicht machbar, weil das wird so ein richtiger, das schaut dann aus wie so Kaulquappen, wie Fischeier, wie Kaviar. Und das kriegt dann keinen Sauerstoff mehr, dann kommt es zum Stinken. Deswegen vermute ich, dass rote Rüben auch so schleimig sind, dass die nur, also ich kenne sie nur so, glaube ich. Und danke für den Tipp, wir werden es ausprobieren. Ja, also das würde ich auf alle Fälle noch probieren. Da gibt es eh, wenn man so ein Glas kauft, gibt es dann meistens so Beschreibungen, welche Samen eignen sich fürs Glas und welche nicht. Weil es geht nicht alles fürs Glas. Aber ja. So, fürs Gemüse mache ich jetzt noch eine schnelle Soße. Ich tue jetzt noch von vorher ein bisschen Sauerrahm und ein bisschen Joghurt einfach zusammengemischt. Dann nehmen wir wieder mein obligatorisches Kräutersalz. Diesmal habe ich Bärlauch erwischt. Wunderbares Bärlauchsalz. Das ist für mich das beste Salz aller Zeiten. Ich liebe es. Bisschen Pfeffer. Dann habe ich mitgebracht Petersilie. Und das ist ein Schnitt Knoblauch. Ein
Entschuldigung, dass man nicht die Finger wegschneidet, gell? Das wäre bei einer Online-Kochshow unpraktisch. Ja. Das wäre der Wahnsinn. Kräuter lassen sich sonst auch, wenn man jetzt sagt, okay, ich mag nicht kein Kräutersalz machen. Man kann Kräuter auch ohne weiteres einfrieren. Schnittlauch, Petersilie, das friere ich eigentlich alles ein. Basilikum ist mir, weiß ich nicht, Frau Steiner, haben Sie da vielleicht mehr Glück? Ich habe jetzt heuer zweimal versucht, Basilikum zu trocknen. Das hat leider Gottes nie funktioniert. Weiß ich nicht. Das. Ich finde, dass getrockneter Basilikum auch total an Geschmack verliert. Ja, erstens das und der wird schwarz. Und das schaut dann richtig blöd aus. Und deswegen Basilikum friere ich auch ein. Oder mache gleich ein Pesto und friere dann das Pesto ein. Das ist eigentlich auch eine gute Idee, das Pesto einzufrieren. Weil normalerweise macht man das Pesto und dann ist es im Kühlschrank. Ja. Aber natürlich, wenn es eingefroren ist, dann hält das Ganze natürlich noch länger. Ja, und ich bin da immer dann, weil dann hat man so kleine Glasen, nimmt man dann nicht. Dann brauche ich nur das halbe die Glasen, dann muss ich erst wieder so viel Öl drauf tun, damit das schön bedeckt ist, dann fängt es dort vielleicht zum Schimmeln an. Und deswegen, ich habe da so Portionsdosen, kleine, die ich halt jedes Jahr wieder verwende. Und friere das Pesto eigentlich ein. Und wenn ich jetzt weiß, okay, ich mag heute am Abend Pesto-Nudeln oder gebe was in den Salat rein, dann gebe ich mir das Becher raus und das ist eh sofort aufgetaucht. So, das Gemüse ist auch fertig. Das holen wir jetzt. Da. Schaut doch schon gut aus, oder? Ich finde, das schaut ganz toll aus und ich habe wirklich schon Hunger. Wo wohnen Sie, Frau Steiner? Ja, in Hartberg. Ja. Leider ein bisschen weiter weg. Das ist wirklich zu weit. Jetzt brauchen wir ein scheiß Werkzeug. Ja, wir haben es das letzte Mal einfach gleich vom Blech übergessen, gell? Das ist wirklich, ja, muss man sagen. Ja? So, ich darf nochmal den Aufruf starten, falls noch jemand Fragen stellen möchte an die Frau Kollecker, die Profiköchin, bitte jetzt stellen, einfach unten den Chat-Button nehmen oder F und A und die Frage eintippen. Wir sind nämlich dann schon fast fertig mit unserem Kochkurs Quick and Easy. Genau, schnell muss es manchmal sein. Manchmal darf es auch länger dauern. Ich kenne Leute, die total entspannen beim Kochen und dann wunderbar 2-3 Stunden in der Küche verbringen können und liebevoll jedes Gemüsestück gleich groß schneiden. Und das ist wunderbar. Das ist Achtsamkeit pur. Man muss die Lebensmittel schätzen. Und das verdient es auch, dass man mal so lange an der Küche ansteht, aber den Alltag, wenn es schnell gehen muss, ratzfatz, her mit dem Mixer, mit dem Stabmixer, her mit dem Ofengemüse. Genau, okay. Da muss schnell bleiben. So. Ah, das schaut herrlich aus. Eine Frage ist gerade noch reingekommen. Ja. Kann man Ofengemüse am nächsten Tag im Ofen wieder aufwärmen, jo, wenn etwas übrig geblieben ja ist? Oder
wie wärmt man es gut auf, dass es nicht irgendwie lätschert wird? Kann man natürlich. Wo man das Ofengemüse sonst auch gut verwerten kann, ist zum Beispiel, dass ich mir am nächsten Tag dann einen schnellen Couscous-Salat mache. Das geht wirklich schnell, ein Couscous. Ich schneide mir das Ofengemüse zusammen und mische mir das in den Salat ein. Oder ich kann aus dem dann eine Suppe machen, wenn mir da was überbleibt und das ist dann zu wenig oder so. Also ich muss auch sagen, ich versuche es wirklich nichts wegzuschmeißen, dass ich alles, was irgendwie überbleibt, noch irgendwie verwerte, weil es einfach ewig schade ist. Und man hört immer wieder, wie viele Lebensmittel also in Österreich weggeworfen werden. Und das müsste wirklich nicht sein. Das müsste nicht sein. Weil die Leute müssen sich einfach trauen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich sehe 5 Sachen und mir fallen 10 Sachen ein, die ich daraus kochen kann. Ne? Und die Leute müssen einfach kreativ werden beim Kochen und sich einfach was trauen. Und dann braucht man erstens nichts wegschmeißen, man hat jeden Tag was anderes zum Essen. Und sich trauen, das ist eigentlich das Wichtigste. Ne? Nicht jetzt sich streng an Rezepte halten, mal andere Sachen ausprobieren und dann kommt meistens was Gutes raus dabei. Okay? So. Das schaut super eine aus. Wunderbare Gemüse. Ich habe dir jetzt noch versprochen einen Chinakohlsalat. Kernöl, bisschen ein Salz, und einen Essig, Entschuldigung, Kinderkohl. Kann man auch gekocht essen und nicht nur roh. Das ist auch etwas, was kommt. Mir kommt es halt vor, dass nicht so viele Leute wissen oder es nicht tun. Finde ich irrsinnig schade. Ich habe da müsste irgendwo im Internet ein Video von mir herum. Da habe ich nämlich ein Rezept gemacht mit Chinakohl. Auf 3 Viertel habe ich eine Chinakohlsuppe, einen Chinakohlsalat und so geschmorten Chinakohl mit Stampfkartoffeln und so einer Senfsoße gemacht. Also das war wirklich ein super Gericht. Es tut mir wirklich leid, aber der Geschirrspüler geht gerade die ganze Zeit auf. Das sind technische Probleme heute. Aber was ich noch sagen wollte zum Chinakohl, gebe ich ganz gerne ein bisschen einen Teelöffel von Senf hinein. Ich habe es nur leider Gottes vergessen. Nur zur Info. Senf im Chinakohlsalat. Ich gebe auch einen Senf in Käferbohnensalat. Frau Kollege, gibt es sonst irgendwelche Tipps, wie man Gemüsegerichte mehr Geschmack geben kann? Ich meine, Sie haben das Kräutersalz schon erwähnt, aber viele sagen ja, mein Gott, Gemüse schmeckt mir nicht oder ich werde nicht satt, das ist auch oft ein Thema, aber insbesondere, dass es nicht schmeckt, dass es fad ist. Wo man natürlich mit Salzen, mit Gewürzen und so weiter, wo es jetzt, also dieses Ofengemüse zum Beispiel noch absolut aufpeppen würde, was ich auch schon gemacht habe, ist, wenn man da ein bisschen Parmesan drüber reibt. Parmesan hat ja ganz viel natürliches Glutamat. Wie heißt wirklich so? Das ist, was wir mögen ja diesen Geschmack. Wenn man da ein bisschen an Parmesan drüber reibt, das schmeckt halt auch super. Das peppt das auch vollkommen auf. Ne? Das funktioniert eigentlich bei jedem Gemüse, wo ich einen Käse eingebe. Wenn ich das natürlich nicht mag oder Veganer bin, dann da bin ich nicht so viel mit diesen Hefeflocken. Kenne ich mich leider Gottes nicht sehr gut aus. Frau Steiner vielleicht. Sind Sie da die Expertin? Hefeflocken enthalten genauso diese natürliche Glutaminsäure und man kann diesen Umami-Geschmack erzeugen. Das ist diese 5. Geschmacksrichtung, dieses Fleischliche. Und dieser Umami-Geschmack kommt zum Beispiel auch, wenn man eine Tomatensauce kocht und die wirklich lang kochen lässt. Genau. Da kitzelt man das Umami raus aus dem Paradies. Also keine Angst vor Glutaminsäure, vor natürlicher Glutaminsäure. Ja. Der Körper bildet das selber. Das
braucht er dann auch für einen Botenstoff. Natürlich, was ein Schatz ist, ist diese Glutaminsäure oder dieses Glutamat, das in industriellen Lebensmitteln zugesetzt wird, weil da einfach versucht wird, das Lebensmittel irgendwie besser darstellen zu lassen. Aber ein gutes Lebensmittel, eine gute Speise braucht kein künstlich zugesetztes Glutamat. Da reicht das Natürliche. Ja. Aber halten Sie das einmal in die Kamera, bitte. Das schaut so gut aus. Herrlich. Wunderbar, oder? Und mit was man sich auch noch spielen kann bei Gemüse sind Öle. Öle, dass man mal andere Öle ausprobiert, dass man wirklich zu einer guten Ölmühle, gibt es eh einige gute in der Steiermark, dass man sich einmal ein Hanföl kauft oder ein Leindotteröl, das was anderes ist wie das Leinöl. Leindotter ist eine andere Pflanze, schmeckt so, das liebe ich, gerade über einen Gurkensalat oder so, das schmeckt so ein bisschen so grasig. Oder eh das Rapsöl hat einen ganz intensiven eigenen Geschmack. Oder mal ein Haselnussöl, dass man einfach da ein bisschen auch noch andere Geschmäcker hineinbringt ins Gemüse. Verschiedene Essige. Ich habe sicher immer 10 verschiedene Essigsorten daheim, weil einfach einmal mit denen, wie gerade Lust und Liebe, wo ich mir dann auch denke, okay, das Gemüse ist jetzt eher süßlich, da brauche ich einen sauren Essig. Wenn ich jetzt ein Gemüse habe, das nicht so süß ist, dann nehme ich eher einen süßeren Essig. Und da kann man auch ganz viel experimentieren und einmal was ausprobieren. Und es muss nicht immer nur, ich koche nur mit dem und dem und dem, ausprobieren. Verschiedene Sachen, neue Sachen testen und dann hat man immer was Spannendes und Interessantes und hoffentlich Gesundes am Teller. Das finde ich ist eine tolle Aufforderung zum Schluss. Vielfalt, Abwechslung auf die Teller bringen, insbesondere wenn man mit Gemüse kocht, sich was trauen oder einfach mal anfangen zu kochen. Das wäre auch mal ein Beginn. Wenn es schief geht, mein Gott, hat man halt einmal daneben gegriffen, aber es zahlt sich auf jeden Fall aus, zu kochen. Kann so viel Freude dabei haben und man hat dann auch ein Ergebnis, das Freude macht, weil es dann auch schmeckt, was man sich da zubereitet und man hat die Kontrolle darüber, was im eigenen Essen drinnen ist. Das ist ja was Feines, oder? Genau. Gut. Also wir haben jetzt eigentlich alle Gerichte fertig gekocht. Ja. Sollen wir noch einmal drüber filmen? Genau, das wäre herrlich. Und unterm Strich, das hat jetzt keine Stunde gedauert für sogar 3 Gerichte, ein Aufstrich, ein Ofengemüse und eine Suppe. Die Gerichte allein haben der Aufstrich, ich weiß nicht, 10 Minuten. Die Kürbissuppe mit dem Stein, sage ich einmal, 20 Minuten. Das Ofengemüse. Frau Kollege, Sie müssen was sagen, weil sonst sind Sie nicht groß im Bild. Ach so, okay, jawohl, Entschuldigung. Also, Ofengemüse haben wir gerade gesehen, da ist der Salat dazu, gell? Der rote Rübenaufstrich und einmal noch die Kürbissuppe. Also, die Gäste könnten schon kommen, gell? Dreigängiges Menü steht. Und das in einer wahnsinnig kurzen Zeit. Die Gerichte sind jetzt vegetarisch. Ich wollte nur auch nochmal darauf hinweisen, sei einmal gemäßig, ist nicht unbedingt Kampagne für vegetarisches und veganes Essen, sondern tatsächlich für mehr Gemüse. Also es dürfte auch Fleisch oder Fisch mit dabei sein, kein Problem. Es geht uns nur darum, wirklich mehr Gemüse am Teller zu sehen, mehr regionales, mehr saisonales Gemüse. Und wer jetzt inspiriert ist, ran an die Kochtöpfe, beziehungsweise schaut gerne auf unsere Website www.gemiesig.at oder www.gemeinsam-genießen.at. Wir versuchen Gemüse auch vermehrt in die Schulen zu bringen. Wir haben ein Schulbuffet-Projekt, wir haben Förderungen für Kindergärten, Kinderkrippen, Pflegeheime,
wo die Speisepläne optimiert werden können. Es gibt ein Ernährungsberatungsprogramm, wo es kostenfreie Ernährungsberatung gibt von uns außerhalb von der Steiermark. Das wird von der FAU Ernährung koordiniert. Da beraten Diätologinnen dabei. Und auch die könnten Ihnen helfen, wenn Ihnen es mangelt an Rezeptideen, mehr Gemüse in den Alltag einzubauen oder wenn Sie Beschwerden haben. Ernährung ist ein machtvolles Instrument, um gesundheitlich da wirklich was zu tun. Es hat auch gerade wieder eine brandneue Übersichtsarbeit gegeben, wo man gesehen hat oder wo gezeigt wurde, dass mehr Gemüse vor zum Beispiel Dickdarmkrebs schützt oder das Schlaganfallrisiko senkt. Also es zahlt sich tatsächlich aus, mehr Gemüse am Teller zu haben. Und dazu möchten wir Sie einfach alle einladen. Macht's mit uns mit, schaut, dass die Teller bunter werden. Und ja, habt einen schönen Abend, genießt eure Zeit zu Hause, hoffentlich eben mit einem gemäßigen Abendessen. Und Frau Kollegin, möchten Sie auch noch was sagen? Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Jetzt mache ich noch ein bisschen vielleicht Werbung in meiner Sache, wenn ich das darf. Also falls ihr vom Kochen jetzt wenig bis oder falls ihr kochen lernen wollt, ich gebe eben hier im Escolet Küchenstudio in Graz Kochkurse. Ihr könnt bei mir auf der Webseite vorbeischauen, rosa-kocht.at. Auf Facebook mache ich auch hin und wieder, sieht man, was ich so koche, auf Instagram. Und vielleicht nur, wenn ihr dort wieder neue Rezepte oder so seht, motiviert seid zum Kochen, traut euch, probiert was Neues aus. Und schönen Abend, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und hoffentlich sehen wir uns vielleicht einmal hier bei einem Kochkurs in echt, wo es dann auch was zum Essen gibt. Das ist das, was wir jetzt alle sehr schade finden. Wir können nicht das essen, was sie gekocht haben, aber das bringt leider die Zeit gerade mit sich. Aber vielleicht haben Sie irgendwann einmal Zeit und schauen Sie wirklich vorbei bei der Frau Kollecker, schauen Sie auf die Website Kosa kocht. Ich glaube, da gibt es noch viel, viel an Ideen, was man von der Frau Kollecker sie abschauen kann. Gut, ich danke Ihnen alle für die Aufmerksamkeit. Schauen Sie auf die Website und seien Sie gemüßig.